Herzlich willkom, lief Leute, bei een Blick op Europa, hier van Brüssel. Het is ganz schwer, einfach so zu dieser Sendung über zu gehen. Nach keinen 24 Stunden sind wir hier bei der Aufnahme von dieser Sendung, wie wir die schreckliche Nachricht kruten vom Tod von Camille Giray. De Camille war ein guter Mensch und ein guter Politiker. Und ich will von dieser Gelegenheit profitieren, für ihn zu gedenken und auch für seine Familie mein herzliches Beileid auszudrücken. Und einfach muss ich sagen, das Leben geht weiter. De Camille hat das ja wahrscheinlich auch so gewollt. Und ich wollte heute diese Woche ein paar Worte sagen zu einem Thema, was eigentlich nicht so oft berührt wird, was aber immens wichtig ist, und das ist der Tourismus in Europa. Die sagt bloß, vielleicht hat Europa überhaupt Kompetenz am Tourismus, weil das ist ja einfach regional geregelt, lokal, national, das heißt Memberstaaten, große Organisationen haben das so ein bisschen in der Tierfittiche geholt, haben da Klassifizierungen geschafft, setzen sich an für ihren Raum, für ländliche Raum, für all die Küstenregionen und so weiter. Und einfach muss ich sagen, dass seit dem Treaty von Lissabon seit 2009 hat die Europäische Union Kompetenz gekriegt, und zwar hauptsächlich für die Mitgliedstaaten zu helfen, für sie übergeordnet zu helfen, für Unterstützung, wenn auch ein paar Mitgliedstaaten müssen zusammen etwas machen, auch natürlich finanzieller Art. Das ist alles am Artikel 6 vom Treaty von Lissabon festgehalten. Auch das Parlament hat von da an, wie gesagt, Kompetenz gekriegt. Der Transportausschuss hat den Bereich Tourismus beigekriegt. Wir haben auch ganz schnell reagiert an ein Taskforce, sozusagen eine Working-Group, haben wir gegründet, für da Überlegungen mal dran zu bringen, was im Parlament seine Meinung ist, und was den am Bereich vom Tourismus alles könnte auf B stellen, alles könnte besser machen. Das aber vielleicht ein paar Worte zu sagen über die wirtschaftliche Situation, die ökonomische Situation vom Tourismus, die ist nicht zu unterschätzen. 12 Millionen Arbeitsplätze innerhalb von der Europäischen Union, das sind 356 Milliarden Revenue pro Jahr. Und es sind über 600 Millionen Leute, die eigentlich Tourismus, die den Tourismus leben. Aber wenn ihr bedenkt, da sind allein über 10 Millionen, die regelmäßig aus China kommen. Ich komme noch darüber zu sprechen. Wo sind die grossen Herausforderungen? Weil das ja einerseits, wir sind alle gut froh, wenn Tourismus dreht, wenn es Wurstum ist und so weiter. Aber wir sind aber auch mit grossen Herausforderungen konfrontiert. Das geht nicht alles wie auf Schienen, und wir stoßen bei verschiedenen Bereichen stoßen wir auf Grenzen. Und dadurch müssen wir uns die Herausforderungen ganz klar ablösen und ganz klar da etwas machen. Das ist also mal Sicherheit, Sicherheit. Das heißt, einerseits haben wir den Terrorismus, den besonders an der Großstädte ganz viel Schuld angerichtet wird, nach Schuld angerichtet. Das heißt, zu viele Leute, die aber so mit einem fehlenden Sicherheitsgefühl steht, beresen oder nicht mehr beresen. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite auch große Umweltprobleme. Große Umweltprobleme, die auf hier gerufen sind durch den Massentourismus, was ganz viel Schuld bringt, auch an Städte, wo Städte wie Venedig zum Beispiel oder so Regionen, auch wo sie Mallorca, wo sie in eine Situation kommen, wo die Kapazitäten erreicht sind, aber wo eigentlich ganz viel Bevölkerung sieht, man das tut, und das wollen wir nicht mehr machen, das wollen wir auf keinen Fall, dass das sich noch weiter steigert, und lieber auf die Ressourcen, auf die Revenuen verzichten, wie das wirklich die Situation untragbar geht und die Lebensqualität dementsprechend angeschränkt. Das ist aber auch besonders, was den Massentourismus überlangt. Die Knast, den hier losgeht, den Aufhall. Dann natürlich auch das Wasser. Einerseits besteht auf verschiedenen Regionen schon Wassermangel, und besonders an der Hauptsaison. Dann natürlich auch die Wasserverschmutzung. Da muss man wirklich die Herausforderungen angehen. Und dann natürlich auch den ganzen Klimawandel. Wenn man über Europa herausguckt, da gibt es Regionen, die ganz fern unter dem Tourismus auch leiden, aber auch, wie gesagt, innerhalb von Europa. Dann haben wir natürlich auch Schuld und dem ganzen ländlichen Raum, Fauna, Flora. Das heißt, alles das ist ganz stark beeinträchtigt, wo auch ganz viele Leute sagen, das kann nicht mehr so weitergehen, da muss man Grenzen setzen. Auch noch den Transportbereich ist ganz viel Probleme, weil wenn wir auch diskutieren über die CO2-Emissionsreduzierung, dann ist das besonders bei Schifffahrten und auch besonders bei Fliegern, sind wir da abhängig von internationalen Konventionen, internationalen Organisationen. Und da kann Europa allein nicht mehr seinen Beitrag leisten, wir nicht allein bestimmen, wie es weitergehen soll.
Wir haben dann, wie gesagt, das ist den ESG, Sicherheit und Klima, das ist natürlich auch den ökonomischen Wettbewerb, den eine große Herausforderung darstellt. Das heißt, wie stellen wir uns die Welt ab, für den Tourismus zu bewältigen? Wir haben einen Fachkräftemangel, das ist in allen Bereichen der Fall, an der ganzen Hotellerie, alles für die Gastronomie und so weiter. Das heißt, wir haben nicht genug Leute, die hier an dem Bereich arbeiten und auch für in allem als große Herausforderungen, um die Leute zu stellen, was die Formation überlangt, für die Touristen so zu enkadrieren. Das geht, wie ich gesagt habe, von der Hotellerie, Gastronomie, aber das geht auch an anderen Bereichen, wie zum Beispiel die Sicherheit von den Installationen, Sicherheit von den Gebäuden und so weiter. Überall fehlt es um Personal und da sind wir natürlich auch am internationalen Wettbewerb abgestellt und da muss Europa einen Erfolg machen, für an dem Wettbewerb da weiter Bestand zu. Natürlich Technologien, es sind an der Zukunft muss auch der Tourismus mit den Technologien mit Führung gehen. Das heißt, es sind die IT, alles für die digitale Kompetenzen, die Plattformen, die sich angeregt tun, für Buchungen zu machen, für alle möglichen Informationen zu sammeln. Das heißt, an dem Bereich Digitalisierung, da bleibt ganz viel zu machen. Da muss der Tourismus auch mit weitergehen. Und dann natürlich auch neue Marken erschließen. Das heißt, besonders so Nischen zu exportieren, was abseits aus vom Massentourismus, was vielleicht die Sentier kulturell denken, oder so Heritage industriell, das heißt, so Bereiche zu erfassen, auf hier, wie gesagt, Vierreiter zu gehen, auf das Europa da in Zukunft auch eine große Rolle wird spielen. Besonders, ich hatte es schon gesagt, an ländlichen Regionen, besonders an Bierregionen, aber auch an Küstenregionen, als das Zimmer wirklich unter Limiten kommt, und es gilt auch darum, nachhaltigen Tourismus zu fördern. Alles, was den berühmten Ekotourismus, da fällt den Agrotourismus drin, das heißt, da fällt auch eine Fortbewegungsmethode drin, der Velotourismus, mehr Wandern, all die Sachen, das heißt, mehr wegkommen von den Fortbewegungsmittel, die groß CO2 ausstoßen, wie Fliegerin, wie Schöpfer, das heißt auch der persönliche Auto, das heißt, da muss wirklich groß Erfahrung gemacht werden. Dann ist es so, dass ich habe vier Tage gesagt, 2018 haben wir eine Aktion gestartet für die Chinesen, Europa mit Not zu bringen, für da eine Kooperation mit den Chinesen herbeizurufen 2018. Als das Land von EU, China am Tourismus eine Aktion von der Kommission. Und das hat, ich hatte es eingangs schon gesagt, 10 Millionen Chinesen bewegt, für Europa kennenzulernen. Das ist eine gute Sache. Auch das muss mit anderen Nationen weitergeführt gehen. Und dann haben wir eine Aktion, die mich persönlich ganz zufrieden stellt. Das ist den Interrail-Ticket. Ihr wisst, dass von verschiedenen Seiten promoviert gehen als für die jungen Leute hauptsächlich den Interrail-Ticket, wo sie können im Mond lang durch Europa reisen mit der Eisenbahn, für die jungen Leute mit Not zu bringen, weil das eine extreme Bereicherung als für hier zukünftig leben. Das ist den Austausch, kulturellen Austausch, den innerhalb von Europa durch stattfindet, andere Länder kennenzulernen, andere Kultur, andere jungen Leute kennenzulernen, Europa mit Not zu bringen an der Cap. Das ist eine Aktion, die von verschiedenen Seiten durchgegeben an die Lo wirklich das zur Realität geht. 15.000 der Billige sind zu kriegen Lo vom Juni und aus einer extra Website angerichtet, die dann invitieren ist, für darunter Deal zu holen, für ihre Ticket können zu bestellen. Aber was wichtig ist, dass die Aktion nicht nur auf das Jahr beschränkt, dass mir das auch weitergeht. Und wir haben am Budget Lo so ein Posten für gesehen, wo das auch in Zukunft finanziert gehen. Auch an dem multianuellen Budget über die nächsten 7 Jahre wird die Aktion dafür gefordert gehen, wann der Konzern mit der Chorus, weil ich meine, da sind wir ja noch an den Verhandlungen, ihr wisst, dass der Parlament und die Kommission hier Meinung hat, mit der Konzern noch am Gang ist, über den multianuellen Budget zu streiten. Das, wie gesagt, ein paar Worte zum Tourismus. Ich weiß, dass da ein paar Leute vielleicht so und das ist nicht unser größtes Problem. Ich bin ganz damit d'accord. Die Welt steht unter dem Kap, weil das total unsicher ging. Es kann in sich heutzutage auch nicht mehr verlassen. Ich weiß, dass alles mit der Aktualität mitzuhalten ist ganz schwer. Das, was den heute kommentiert, ist nur schon etwas alles, etwas überholt. Und dafür habe ich mich versichert an meinen Sendungen immer, oder ich versichere mich auch an
Zukunft der meiner Sendungen immer so ein bisschen auf Bereiche zu konzentrieren, viel engerseits Informationen zu geben, andererseits auch auf große Herausforderungen aufmerksam zu machen, und dann natürlich auch als Meinung als Parlament, dann meine persönliche Meinung auf das hier, wo ich schaffe, für die ein bisschen minder zu bringen, für die ein bisschen rüber zu bringen. Das war, wie gesagt, von Brüssel, Blick auf Europa. Merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.